offensichtlich nicht hochgeheilt. Und entweder ist hier ganz zufälligerweise noch ein Trupp von ihnen aufgetaucht. Oder die sind einfach respawned. Ja, was machen wir jetzt? Eine große Wahl haben wir nicht. Wir müssen rauf da. Gerugon. Wen haben wir hier? Shahira. Ah. Also sie geht auch mit dem Nahkampf. Können ein bisschen durchwechseln. Sie schießt ein magisches Geschoss drauf. Im Moment schießt auf den. Also alle auf den da. Und wir gehen am besten kurz mit jedem im Nahkampf, damit sie keine Pfeile mehr schießen. So. Ich müsste ihr jetzt eigentlich einen Heiltrank geben. Bin mir zwar nicht sicher, wie ich das machen soll, ohne dass die Pause gleich wieder aufhört. Lauf erstmal weg. Ja. So, jetzt sind die schon mal abgelenkt. Gut. Dann heilt sie sich kurz selbst. Kann sie nicht. Okay, ganz schnell. Wir nehmen jetzt den Heiltrank und schmeißen ihn zu Jahira. Und sie ist so weit weg. Na gut. Alle auf den. Momentan greifen alle Gerugon an, ne? Ja. Das kann ruhig so bleiben. Minsk hat gerade einen abbekommen. Genau, Minsk benutzt man seinen Berserker. Wir müssen nur daran denken, ihn zu heilen. Genau, Minsk. Mach das mal. Wir heilen dich schon mal. Und hoffentlich reicht das jetzt. Wie viele Lebenspunkte hat... Au! Hey! Das war nicht nett, Minsk. Minsk. So, also überlebt hätten wir das schon mal. Aber wir sollten echt vorsichtiger sein in Zukunft. Die haben wir diese magischen Pfeile dabei. Ein bisschen Gold. Das kann schon mal alles zu Minsk... Und kannst dich wieder... Ja. So. Na komm schon. Hör auf mit deiner Berserkerwut. Ich würde jetzt auch ungern speichern, weil... Ich glaube, wir speichern jetzt und dann stirbt er. Jedes Mal, wenn wir laden, stirbt er wieder. Das wäre nicht so toll. Na gut, schleichen wir uns mal in Richtung unserer Rüstung. Okay, nix da. Weg, 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 weg. Ach so, das war seine Berserkerwut. Ich dachte, der Pfeil hat uns jetzt die ganze Strecke hierhin verfolgt. Ja, nee. Gut. Unsere erste Flucht. Aber noch so ein Dreier-Trupp hätten wir nicht geschafft. Ja, wir schlagen jetzt hier direkt vor dem freundlichen Arm unser Lager auf. Und schlafen erstmal. So. Aber die Banditen scheinen es da echt drauf zu haben. Ich meine, es waren jetzt schon 4 Trupps insgesamt. Ne, 3. 3 Dreier-Trupps. Von diesen besseren Banditen. Und wenigstens ist mal keiner gestorben. So, und noch einmal. Und kurz warten. Nickerchen. So, jetzt speichere ich ab. Aber ein bisschen geheilt werden muss nochmal. Genau, die Natur schläft. Shahira ist echt manchmal. Naja. So. Hand auflegen. Nochmal seinen Mann heilen. So. Alle Zauber vorbei. Okay, schlafen. Und
auf ein neues. Wir wollen ja eigentlich erstmal nur zu unseren Überbleibseln. Diesmal versuchen, oben rumzugehen. Ja, schauen wir mal. Und nachts müsste es ja auch eigentlich einfacher sein, dahin zu schleichen. So gut man eben in vier Plattenpanzern schleichen kann, aber... So, dich nehmen wir auch mit, sonst fällt es uns irgendwann am Rücken. Böser Ninja-Bär. Ach, warum benutzt du nicht die Hellebarde? So. Kalle kriegt eins auf die Nase. Was? Ah. Genau, er flieht wieder. Na super. Wehe, du läufst jetzt in die Banditen rein. Genau, fangen wir mal ab. Und dann bannen mal seine Furcht. Ja, schon besser. Deswegen sind die beiden wahrscheinlich zusammen. Jedes Mal, wenn er panisch wegläuft, kann sie wenigstens ihn wieder zur Besinnung bringen. So, wieder ein, zwei Heilzauber weniger. Und auf ein neues. Wir müssen dahin. Schön vorsichtig. Noch so ein Bär. Schön da oben bleiben, Bär. Wir wollen nur hier hin. Hier irgendwo hin. War doch hier, oder? Ja, eigentlich. Müsste das hier oben gewesen sein. WTF? Es könnte auch gut sein, dass hier inzwischen weg sind, die Sachen. Oder bin ich jetzt ganz blind? Na gut, ich mache mich mal auf die Suche nach unserem Zeug. Sehen konnte, konnten wir nichts sehen. Also von unserer Ausrüstung zumindest. Das heißt, die ist jetzt wohl wirklich verloren. Aber wenn ich mich richtig erinnere, waren das nur Schienenpanzer, Helm, ein paar Tränke und Jahiras Keule. Dafür hatten wir unterwegs ein Level-Up, das ich eigentlich machen wollte, wenn wir unsere Ausrüstung gefunden haben. Aber anscheinend kommt dieser Kampf hier vorher. Das heißt, wir stürmen jetzt alle drauf los, um sie wieder davon abzuhalten, mit ihren Pfeilen zu schießen. Und du kannst schon mal zaubern. Jahira haut einfach drauf. Wer ist vorne weg? Kalt, nein. Ah, dieser Typ ist sowas von. Ja, der wird gleich sterben. Oder auch nicht. Komm, jetzt lauf aber weg. Es hat keine Chance, dagegen anzulaufen. Genau, lass es die richtigen Kerle machen. So, ihr drei geht auch auf. Den da, den da. So, jetzt hoffen wir mal, dass die alle auf Gerogon bleiben. Gerogon kann sie mich schön mal hochheilen. So, Kale, du kannst wieder ran. Geh auf den da. Na komm schon, bringt jetzt schnell einen um. Dann auf den nächsten. Ein paar Zauber zwischendurch rein, damit es schneller geht.
Nein, nicht auf Khalid. Khalid ist tabu. Okay, die Bogenschützen haben den erledigt. Aber wohl doch eine gute Idee. Moment mal, da ist noch einer. Aber das sind normale Räuber. Von einem Hinterhalt in den nächsten. So, erstmal alle sammeln wieder hier. Und dann auf den da. Das sind wenigstens hier normale. Dafür zwar ein paar mehr, aber das kriegen wir schon hin. Nicht Khalid. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot, oder? Was macht Minsk da? Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot, oder? Die Mädels machen gar nichts. Ah genau, ich kann bei ihr nochmal das Skript einstellen, dass sie jetzt eine Fernkämpferin ist. Kämpfer, Fernkampf, fertig. So. Dann haben wir ihn gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot. So, und jetzt läuft bitte keiner von euch weg, denn wir wollen nicht nochmal in den Hinterhalt rein. Und alle auf den da. Ja. Uffala. Okay, hochheilen. Und plündern. Oh, sogar Minsk ist gleich überladen. Das ist doch auch mal was. Nehmen wir erstmal die Haarbündel mit. Die sind schließlich 25 wert. Also so viel wie 4 von den Langschwertern. So. Hatten wir den schon? Nee. Ganzen Juwelen zu Düner hier. Haarzöpfel zu Imoen. Pfeile, Immun ist voll. Ja. Quest-Sachen können wir mal alle zu Khalid geben. Er kann eh nicht ganz so viel tragen. So. Kannst du identifizieren? Nee. Kann Düner hier identifizieren? Nee. Sind ganz einfache Pfeile, aber gut. Nein, nicht mit Edelstein schießen. So. Oben müssten immer noch 2 liegen, genau. Vielleicht sollten wir erstmal doch die Umgebung weiter erforschen, bis wir hier ins Banditenlager gehen. Ich meine, wenn wir nicht mehr unsere eigene Ausrüstung wieder erbeuten können, weil wir immer wieder von Banditen überfallen werden und die uns fast umbringen, dann sollten wir nicht direkt in deren Lager reinstürmen. Naja, erforschen wir das Gebiet noch einen Tick weiter. Aber wirklich viel Hoffnung mache ich mir da eigentlich nicht. Ein bisschen extra Gold. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 1200. Na, die Sachen waren wesentlich teurer, die wir uns sonst noch holen wollten. Also 3000 für das Schwert, das andere Schild nochmal 2000. Ach ja, genau, das Level Up. 4 Lebenspunkte. Und ein neuer Zauber, oder? Ja, von Level 2. Da haben wir Anklopfen, also Schlösser knacken und Einspinnen. Beides nicht sehr hilfreich. Lernen wir jedes einmal. Werden wir wahrscheinlich beide nicht gebrauchen können. So. Nein, Ninja Bär wollen wir nicht. Gut, den kleinen Fitzel, da mache ich noch kurz. Und danach gehe ich wieder verkaufen. Oder auch nicht.
Ah, kämpfen oder weglaufen, kämpfen oder weglaufen. Dann haben wir noch Zauber. Ein Heilzauber eher. Einmal Hand auflegen eher.